schreibe ich mal rein. Heute ist Samstag. Warte, Samstag. Hat ein Glück, dass heute Samstag ist. Hallo Borkheit, hallo Welt, da sind wir wieder und leben noch der Matze und der Lutze. Leben noch hört sich an, nicht weil wir krank sind oder nee, so, sondern doch, wir waren schon. Ich habe ein neues Wochenende bestellt. Ist gerade heute geliefert worden, jetzt ist Samstag. Morgen ist Sonntag und dann ist Freitag. Hast du gesehen, wie die Kamera gewackelt hat? Ich bin gegen die Kamera gekommen. Einmal mit Profis arbeiten. Gruß der Woche geht heute nach an. Riesdorf. Nach Riesdorf. Nee, Barbara, recht herzlichen Dank erstmal für die Unterstützung. Und das Thema haben wir natürlich aufgenommen. Es ist auch schon in Worte gefasst. Und da die Sendung heute ziemlich voll ist, werden wir wahrscheinlich nächste Woche dazu. Genau, wir müssen heute mindestens zwei Themen weglassen, weil wir das nicht schaffen, weil wir zu viel sonst haben. Und ein bisschen wollen wir auch noch was sagen, nicht? Zum Beispiel, hallo Borkheide, hallo Welt. Hallo Borkheide, hallo Welt. Reicht das jetzt mal fertig? Für heute? Erstmal. Einweihung Sportplatz war gewesen, Schulsportplatz. Warst du da? Ich war mal ein bisschen da, habe ein bisschen Krach gemacht. Ich war auch da. Und da waren ja viele Leute gewesen. Ja. Und da war zum Beispiel der Amtsdirektor, der Bürgermeister, der Architekt und die Schüler und Lehrer und Sportlehrer und Direktoren und viele Menschen. Spendenlauf, Eröffnung. Genau. Und da haben wir gesagt, naja, brauchen wir nicht so viel quatschen darüber, wir machen das einfach mal ins Video rein. Quatscht auch keiner, da habe ich eine Musik drunter gemacht, aber ein bisschen Erinnerung habt ihr. Hier für euch, ja, Bilder gibt es übrigens auch noch, aber die sind noch nicht online, da muss ich noch dran arbeiten, weil ich kann im Moment keine Bilder mehr sehen. Nutze kann keine Bilder mehr sehen, ich kann keine Videos mehr sehen. Ich habe 4 Videos geschnitten gestern Sonntag. Hab auch fertig jetzt. Aber hier erstmal. Einweihung, Schulsportplatz und Spendenlauf etc. Siehst du, Matze, du hast noch was vergessen. Mir fiel noch ein Talente-Show, da habe ich noch Fotos von. Richtig. Warst du gar nicht da? Da waren ja auch lustige, lachende Gesichter zu sehen. Und. Gut, weiter ging es dann mit dem riesengroßen, aktiven Wochenende. Und zwar war noch abends der besondere Abend. Auf dem Schulhof mit Lulu Reinhardt und Julia Lyonskaya. Muss man das jetzt wieder umgedreht sagen oder darf man das richtig rum sagen? Wir können sagen, was wir wollen. Und ab 15 Uhr brannte die Luft bei der Feuerwehr Borkheide. 90 Jahre plus 1, musste ich mir so sagen. Also ja. Letztes Jahr war 90-jähriges Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Und da ihr alle wisst, dass man letztes Jahr Feierverbot hatte, Feuer- und Feierverbot, gab es diese Feier dieses Jahr nachgeholt, war richtig voll gewesen. Also es ging auch bis heute Morgen, bis Sonntagmorgen. Ja. War richtig, richtig was los. Richtig mit Band und Musik und alles. Und kleinen Ausschnitt aus dem haben wir natürlich auch hier auf Video. Und auch dort gibt es noch Bilder, die müssen auch erst noch bearbeitet werden. Ach, und wir haben unseren Amtsdirektor auf die Leiter gezerrt. Der war nicht ganz glücklich damit. Nee.
Aber mutig, ja. Aber mutig, jawohl. Ja, wir sind doch nicht zum ersten Mal da oben, sonst hätten wir genauso ausgesehen. Der wollte auch mal ganz nach oben. Ja. Haben wir gemacht. Und das seht ihr hier. So, Mensch, 90 Jahre Feuerwehrburg Heide. Und wir hier oben, wa? Guck mal, der Lutze, der guckt schon ganz komisch. Ich sage, ihr bitte könntet überhaupt nicht, und du darfst dann da nicht runterbrechen, da sind die Leute. Das kann er überhaupt ja nicht mehr. Guck mal, jetzt können wir aber schön über Heide gucken. Aber wir sind ja aus. Ja, klar, läuft die. Warte. Jetzt. Ich glaube, der fährt uns noch einen Meter höher jetzt. Nein, macht er nicht. Hoff. Läuft die Kamera? Nein, nein, können wir jetzt gucken? Ja, 90 Jahre Feuerwehr Borkheide. 90 Jahre Feuerwehr Borkheide. Wir begrüßen euch hier über dem Gelände von Borkheide, hier mit dem Amtsdirektor auch von Brück, Marco Köhler. Marco, ist dir ganz geheuer, wenn du so über dem Amt stehst? Nee, ich habe euch ja schon gesagt, das könnt ihr gar nicht mehr gut machen. Aber ihr seht, weder Kosten noch Mühen werden gescheut, wenn es heißt 90 Jahre plus 1 Feuerwehr Borkheide. Und ja, 90 Jahre heißt 90 Jahre Ehrenamt. Ne? Und unsere Feuerwehrkameraden und Kameraden sind immer dann im Einsatz, wenn die anderen zu Hause auf der Couch liegen oder im Bett liegen. Und dann können die auch sicheren Gewissens genau das tun, sich sicher sein, dass nichts passieren kann. Und dafür sollten wir hier auch mal aushalten, uns krampfhaft an den Korb klammern, weil wir haben echt alle drei hier eine fürchterliche Höhenangst. Nee, eigentlich ich am meisten. Doch, nein, ich viel mehr, ist auch egal. Ganz herzlichen Dank, macht weiter so, und wir als eure Amtsverwaltung versuchen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Wir haben immer Luft nach oben und wichtig ist, dass wir uns gegenseitig auf Augenhöhe begegnen und dann kriegen wir auch alle Probleme gelöst. Heute haben wir viel Luft nach oben. Genau, ja. Du siehst natürlich, dass die aber Arbeit auch unten. Von so einer Feuerwehr nicht ganz so einfach ist. Ja. Ja, man darf keine Höhenangst haben, wenn man hier unterwegs ist, weil sie sollen ja nicht nur hier oben gucken und die Aussicht genießen, nee, sondern kann ja eigentlich nicht mal gucken. Arbeiten. Kannst du nicht gucken? Siehst du mich? Ja, ich versuche mich auf dich zu konzentrieren. Ja. Aber wir passen auf, dass dir nichts passiert und uns. Und vielen Dank, dass du hier warst. Und Borkheide. Feuerwehr eine Vorführung. Immer gerne. Jetzt schwatzen jetzt unten dazwischen. Ich weiß nicht, ob der Ton noch rüberkommt, aber es war ein Versuch. Keine Fotos, keine Fotos hier. Hör mal auf. So, jetzt darf Sascha uns auch wieder runterlassen. Wie unsere Jugendfeuerwehr arbeitet. Let's go! Wir wollen wieder runter! Wir müssen pullern! Runter! Guck nach oben, einfach nach oben. Guck mal, das ist doch überhaupt nicht ein Problem, wenn du nach oben guckst. Guck mal, die bei mir ist tatsächlich der Gedanke, funktioniert, macht die Technik, was sie soll. Macht sie. Weil im Grunde kann aber ja der Steuermann macht das nicht. Jetzt überleg doch mal, wann ist das letzte Mal einer von hier oben runtergefallen? Wir landen jetzt bei Andreas auf dem Kuchen. Pass auf. Andreas? Andreas, geh weg da, wir kommen! Oben, Luft nach unten. Hat er gesagt. Ja. Und wir sind auch lebend wieder runtergekommen. Ja, selbstverständlich. Und wie gesagt, Bilder gibt es noch, schicke ich noch der Feuerwehr zu und dann kann man das bei der Feuerwehr sehen und denke mal bei Facebook wird auch von ein bisschen was veröffentlichen. So, nächste Veranstaltung war allerdings erst am nächsten Deswegen Tag. Deswegen war ich schon um 11 Uhr auf dem Heimweg. Du warst um 11 Uhr eigentlich. Von der Feuerwehr weg. Ich war tatsächlich dann so kurz nach 12 im Bett. Ich habe kurz gerechnet, wie lange das ist, bis zum nächsten Wecker klingeln und dann habe ich gesagt, ab nach Hause. Und morgens um 7 musste ich schon wieder los, Sonntag. Da war es grau, keine Sonne. Hast du nicht gesagt, es sollte die Sonne scheinen? Die kam erst viel, viel später. Ja, Sonnenbrand war nicht so das Thema an dem Tag. Und wir waren am Netzener See zum Triathlon. Davon bringen wir jetzt aber nichts. Das heben wir uns auf für nächstes Wochenende, weil da müssen wir auch noch ein bisschen Sachen bearbeiten und fertig machen. Da gibt es noch ein Video von und auch dort gibt es noch Bilder von. Und das lassen wir uns für nächste Woche, weil wir haben noch andere Themen. Und zwar im Waldbad Borkheide war Tag der offenen Tür. Am Sonntag. Am Sonntag. In Kombination mit dem Beachvolleyball, Quattro Beachvolleyball Turnier. Mhm.
was auch dieses Jahr wieder stattfinden konnte. Mhm. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Das ist jetzt die große Frage. Ich schwächle gerade. Ja. Soll ich mal einen Telefonjoker anrufen? Nee, aber wir zeigen mal das Video. Es tut mir leid, ich war mit Videoschneiden so beschäftigt, ich habe gar nicht mehr die Gewinnerliste, hast du die nicht Gewinnerliste geguckt. Und ich habe auch komischerweise bei dem Video auch den Sprechton weggenommen. Das hätte alles so ein bisschen verzerrt. Mhm. Und habe auch nur Musik drunter gemacht. Okay, aber hier seht ihr Beachvolleyball Waldbad Bockheide. Ja, waren auch nochmal schöne Bilder, ne? Schön gekämpft haben sie. Nur mit Musik und dergleichen mehr. Wie sieht es jetzt aus im Waldbad? Es wird ja nochmal warm, habe ich gehört. Es wird die Woche, ja, wir kommen gleich zu. Wir hatten schon 11.000 Besucher mittlerweile. Sehr schöne, angenehme Zahl, muss ich sagen. Gerade für diesen Sommer, der so etwas durchwachsen war. Ja, es geht noch in eine weitere Woche. Und dann ist aber auch nach dem 12. Warte mal, das ist ja schon jetzt, das können wir jetzt schon sagen. Also, das Waldbad hat noch bis zum 12. September offen. Und dann ist wirklich zu, auch wenn es drei Tage danach immer noch 25 bis 27 Grad sind, wir haben im Moment noch keine Rettungsschwimmer für diese Zeit und das ist dann ein bisschen kompliziert. Sollte sich wieder erwarten, irgendwas ergeben, dann berichten wir natürlich auf allen möglichen Wegen. Okay, also müssen die Pools in den Gärten dann herhalten. Waldbad ist dann dicht. Jo, dann haben wir noch Informationen und zwar, es gibt wieder Wurst und Fleisch und so andere Sachen auf dem Marktplatz in Borkheide zu kaufen. Hier da gab es ja mal den Bellrich. Ganz hier aus ganz frischem Auto. Ganz, ja, hier habt ihr Bilder von dem neuen Auto von der Fleischerei Kaplik. Die haben sich ein neues Auto geleistet und das steht jetzt jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr bei uns auf dem Marktplatz und dort wird, ja, was wird denn verkauft? Fleisch, Wurst? Quasi auch die gesamte Thekenauslage, die unten in Altborg liegt. Also das Fahrzeug ist genauso gestaltet quasi wie die Theke unten im Geschäft. Genau, und was Ingo noch gesagt hat, die haben lecker Brötchen. Ach. Ja. Und der Senf soll sehr gut schmecken. Aber über die Wurst hat er nichts gesagt, wa? Über die Wurst hat er nichts gesagt. Hm. Wir grüßen dich, Ingo. War natürlich nicht so gemeint. Und wer frisches Zeug von Kaplik haben, wir brauchen jetzt nicht mehr nach Altborg fahren. Guck mal, hier ist nochmal der Flyer in Quadratform. Da steht dann auch drin, genau wann, 14 bis 17 Uhr jeden Freitag. Und auch hier liest man auch die anderen Termine der Woche, wo der Wagen auch stehen kann.
Da stellt sich mir aber die Frage, hat er denn in Altborg dann jetzt nicht mehr offen? Doch, hat er. Nach wie vor, hast du auf diesem Flyer eben auch gerade lesen können, auf diesem quadratischen? Ach so, nee, habe ich nicht lesen können. Die habe ich ja später danach eingefügt. Achso, der ist ja jetzt noch. Der läuft ja hier bei uns gar nicht durch. So jetzt. Das müssen wir irgendwann mal erklären, wie das funktioniert hier. Das geht nicht. Wir haben es jetzt schon im Kopf, Lutze. Wir haben es jetzt schon im Kopf. Ja, du was sowieso. Was nachher passiert. Ist jetzt schon hier oben drin. Okay. Nächste Information haben wir gelesen hier beim Amt Brück. Und zwar betrifft die alle die Pendler, die hier nicht mit dem Auto und dem Fahrrad unterwegs sind. Na gut, dass jetzt die Pendler gesagt hast. Das hast du fast versprochen, ne? Die Bahn, die Deutsche Bahn informiert, auf der Strecke des RE7 Sedin-Bad Belzig finden ab September Bauarbeiten zur Sanierung der Strecke statt. Insgesamt werden 22 Kilometer Gleise und 14 Weichen erneuert. Aus diesem Grund fallen vom 13. September, also von Montag bis 24. November, die Züge zwischen Sedin und Dessau-Bahnhof aus. Als Ersatz fahren für die RE7 drei Buslinien. Bus RE7A, stündlich Expressbuslinie zwischen Dessau und Bad Belzig und Potsdam Hauptbahnhof. Unterwegs halt in Potsdam, Jeberberg, Friedenburg, nicht mehr, bis Friedenburg nicht aufhört, steht Anschluss an die Linie RE7. Und in Potsdam Hauptbahnhof steht Anschluss an die RE1 nach Ausrichtung Berlin. Mein Gott. Und so weiter und so fort. Aber nein, damit wir es jetzt nicht alles vorlesen müssen, man kann sich auf der Seite vom Amt Brück den kompletten Ersatzfahrplan zum Download runterziehen, also anschauen und runterziehen, sodass man weiß, wie man von A nach B kommt, wenn man auf die Schiene angewiesen ist. www.amt-brück.de. Da findet man, wie gesagt, den Ersatzfahrplan der Bahn. So, jetzt haben wir noch Fußball. Da war ich im Waldbad und habe Filme geschnitten. Konnte ich leider nicht hinkommen. Habe auch, ich glaube, nicht viel verpasst. Ich war da, habe mir das angeguckt. Waren viele Fans aus Borkheide da. Aus Brandenburg waren nicht so viele da. Möchte es gar nicht so kommentieren. Borkheide hat 0-4 gegen den letzten der Tabelle verloren. Leider. Ich weiß, die haben ganz schön die Köpfe hängen lassen. Ich dachte, früher hieß es immer unparteiischer, mittlerweile spielt da immer ein Parteiischer mit. Habe ich so empfunden, jedenfalls. Ja, und dieses Wochenende sind die schon wieder außerhalb unterwegs. Und zwar in Samund. Jetzt überlegst du, ne? Ja, die Überlegung ist, sind sie in Samund oder sind sie wieder ausweichsweise auf dem Sportplatz in... Das kann ich dir nicht sagen, auf welchem Sportplatz. Ich weiß nur, dass sie gegen Samund spielen. Gut. So. Dann haben wir noch das Wetter. Das Wetter. Jingle. Hast du das Jingle gesehen? Ja. Habe ich heute Morgen gebastelt. Hast du heute Morgen gebastelt? Das war nur Langeweile, wa? Ja, ist so. Vor dem Aufstehen mache ich das. Ich muss mal sagen, hier mal, um das mal so nebenbei zu sagen, bevor wir zum Wetter kommen. Ich finde es schon cool, der hat sich da gestern den ganzen Nachmittag reingesetzt und die Videos zusammen gebastelt, anstatt am Wochenende am Pool zu liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Ich habe am Pool gesessen, also am Schwimmbadpool quasi. Mhm. Ja. Unterm Dach, ohne Sonne. Also sonst siehst du auf dem Display vom Notebook nichts. Das war schon... Muss man sagen. Na gut, jetzt gestern haben wir ja nicht jedes Wochenende so viel zu tun. Ja, denn, aber weil das nicht gereicht hat, habe ich dann gestern Abend noch den Triathlon-Film angefangen. Der ist jetzt auch fast fertig, der kommt aber nächste Woche. Mhm. Ja, was will man sagen? Also für so ein kleines Filmchen braucht man schon eine halbe, dreiviertel Stunde. Für einen größeren Film bis zu 2 Stunden. Du bist sogar aber ganz schön schnell. Die vom Film brauchen wir länger. Aber so, jetzt kommen wir zum Wetter. Da haben sie noch viel mehr Leute. Ja, nee, zumal das machen nicht die filmen, das machen wir. Da gibt es extra Cutter, die sitzen da und machen nichts anderes. Die haben ein Cuttermesser. Mit einem Cuttermesser machen die das, genau. Und wir haben ja sowas gar nicht. Wir dürfen auch, glaube ich, damit nicht arbeiten. Ich habe ein Cuttermesser. Du hast ein Cuttermesser? Ich habe ein Cuttermesser. Darfst du damit überhaupt arbeiten? Nee, Cuttern macht der Fleischer, ich habe ein Cuttermesser. Los jetzt zum Wetter. Wetter. Es wird kalt und gibt Schnee. Ja, aber nicht diesen Monat. Okay. Hoffe ich. Denn vorher gibt es erst noch mal Sonnenschein und zwar die ganze Woche. So wie es jetzt heute Abend hier aussieht, sieht es scheinbar, gut, morgen die Hälfte, aber Mittwoch, Donnerstag ist richtig viel Sonnenschein zu erwarten. Die Temperaturvorhersage, das glaubt man ja gar nicht, ja, aber 27 Grad. Und ich habe ich letztens nicht beim Wetter gesagt, dass ich nachgeguckt habe, 2016, 2017 hatten wir auch Mitte September 27 bis 29 Grad. Mhm. Das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Ja, kann man noch mal ins Schwimmbad gehen. Kann ja mal passieren. Aber was natürlich immer so nicht so schön ist, so nachts diese 10 Grad, ja, 10, 12 Grad, 15 ist auch schon relativ frisch.
heute Morgen auch kalt. Und dann sind natürlich auch frühmorgens ist die Wiese nass. Aber deswegen hat das Waldbad ja auch zum 11 auf, aber immerhin noch bis 18 Uhr. Letzter Einlass noch 17.30 Uhr, wer da noch rein möchte. Und dann kann man nochmal die Saison ausklingen lassen. Ja, super. So, das war's an diesem Montag. Samstag. Heute ist Samstag. Heute ist Montag. Heute ist Wochenende. Ja, da würden wir hier nicht sitzen. Und mal schauen, was die Woche noch so bringt. Wetter soll auf jeden Fall top werden, wie Matze ja schon gesagt hat. Wir haben noch ein paar kleine Nacharbeiten zu tun, die mit dem Wochenende zu tun. Das ist eigentlich schlimm, oder? Wir arbeiten das ganze Wochenende und bringen uns Arbeit mit nach Hause. Das ist schon ein Ding, muss ich mal sagen. Aber alles wir, gut. Wir gehen feiern und arbeiten. Und das kommt noch nebenbei. Und am nächsten Tag sind wir auch noch. Können nicht mal ausschlafen. Nebenbei feiern. Wir müssen aufhören damit. Ja, wir also werden alt. Mit allem. Mit allem? Mit Saufen auch nicht? Auch. Na gut. Keine Feiern mehr, keine Videos mehr. Ob uns das so leicht fällt. Das wird zu viel. Gut, das war's. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin, alles Gute euch. Eigentlich nur dein Equipment in, hier, wie heißt das hier, Elektroschrott legen und dann ist es weg. Dann hast du keine Schmerzen mehr. Ich habe Schmerzen, wenn ich es dahin lege. Gut, das war's. Sagt euch Bescheid, wenn er es rauslegt. Dann könnt ihr es euch. Matze und? Lutze und tschüss. Der will nicht aufhören heute, merkt ihr? Wir machen die Sendung heute richtig lang. Nee. Schaffen wir 30 Minuten heute.